ich habe eigentlich mit allen Bahnen meinen Frieden geschlossen. Klar, jeder hat es wahrscheinlich mitbekommen, letztes Jahr in St. Moritz bin ich leider auch gestürzt. Ich freue mich riesig auf die Heim-WM hier in Winterberg. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Es wäre natürlich sensationell, wenn ich es schaffen würde, in beiden Disziplinen vielleicht aufs Podest zu fahren. Aber die Konkurrenz schläft nicht, alle sind stark drauf, es wird sich zeigen. Ja, der Countdown-Lauf in 4 Monaten startet die neue Saison, Weltcup-Saison ausgerichtet in Peking. Und die Vorbereitungen für unsere Athletinnen und Athleten, die laufen auf Hochtouren. Und es ist uns eine besondere Ehre, heute Morgen Laura Nolte, die Olympiasiegerin und amtierende Monopop-Weltmeisterin, beim Training über die Schulter zu schauen. Wie ist der Stand der Dinge? Ja, danke schön. Genau, nach der Saison ist natürlich vor der Saison. Wir sind gerade schon wieder viel am Trainieren, auch gerade was den Monobob betrifft, sind wir noch viel am Technik umstellen und so weiter. Und ja, soweit läuft es eigentlich erstmal ganz gut. Wie ist denn das weitere Prozedere bis zum Start der Weltcup-Saison? Also wir haben jetzt im Sommer, machen wir immer ganz viel Sprint- und Krafttraining und natürlich auch das spezifische Anschubtraining eben. Auf dem Weg dahin sind noch ein paar Trainingslager geplant mit dem Team. Dann geht es im September tatsächlich das erste Mal Ende September zu den ersten Anschubtests. Und ab Oktober können wir auch auf Eis schieben und im November wird dann angefangen, Bob zu fahren. Ja, wenn man von Laura Nolte spricht, dann denkt man auch automatisch an Deborah Levy. Wie sieht es bei Deborah aus? Ja genau, Debbie ist ja leider verletzt gewesen letzte Saison, hatte ja einen Knorpelschaden und ist gerade im Reha-Prozess. Der Reha-Prozess läuft soweit auch erstmal sehr gut. Sie konnte jetzt ihre ersten Schritte, sage ich mal, wieder machen, konnte wieder joggen. Der Plan ist, dass sie ab September hoffentlich wieder normal ins Training einsteigen kann. Aber genaueres wird sich mit der Zeit zeigen, weil man kann das ja nie so genau hervorsehen. Ja, lass uns mal einen Blick auf die neue Saison werfen. Erstmal auf die innerdeutsche Konkurrenz. Kim Kalicke haben wir da, Lisa Bukwitz, Maureen Zimmer ist da und natürlich Laura Nolte. Wie sieht das denn intern aus? Ja, also genau, wir sind da 3 oder auch 4 sehr starke Pilotinnen natürlich. Gerade Lisa und Maureen sind sehr stark im Anschub, im Monobob-Anschub vor allem. Kim fahrerisch sehr gut im Zweier unterwegs. Und ja, ich denke, wir sind da alle relativ dicht, gerade Lisa, Kim und ich auf einem Niveau und ja. Schaut man mal auf die internationale Konkurrenz. Heißt das Duell in diesem Jahr, in dieser neuen Saison wieder, Laura Nolte gegen Kaylee Humphries? Ja, schauen wir mal. Ich hoffe doch, dass Kaylee nächste Saison auch mit am Start ist. Meines Erachtens nach soll auch Elana Myers-Taylor versucht, glaube ich, wieder zurückzukommen. Das würde das Ganze natürlich auch nochmal sehr interessant machen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Man sagt ja immer, die Athletinnen und Athleten haben ihren Frieden mit den Bahnen geschlossen nach Stürzen. Wie sieht das denn bei dir aus? Bist du denn auf allen Bahnen firm? Ja, also ich habe eigentlich mit allen Bahnen meinen Frieden geschlossen. Klar, jeder hat es wahrscheinlich mitbekommen, letztes Jahr in St. Moritz bin ich leider auch gestürzt, aber bin dann auch einen Tag später schon wieder das Monobob-Rennen da, das IBSF-Rennen, Omega-Rennen gefahren und konnte da ja auch wieder gewinnen. Also ich habe auch mit der Bahn wieder meinen Frieden geschlossen. Deborah und du, ihr beiden seid ja auch Botschafterinnen für große Ereignisse. Deborah Levy ist ja bei der Frankfurter Eintracht Botschafterin für die Europameisterschaft im Fußball. Gemeinsam mit dem wunderbaren Fußballer Alexander Mayer, diese Fußballlegende in Frankfurt. Und du bist ja die Botschafterin für den Höhepunkt der Bob-Saison und Skeleton-Saison hier in Winterberg vom 19.02. bis zum 3. März 2024. Eine Botschafterin, eine besondere Ehre für das große Fest unter Freunden. Ja, total. Also ich freue mich riesig auf die Heim-WM hier in Winterberg. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Ich bin auch sehr dankbar dafür, Botschafterin sein zu können. Ich meine, ja, hier Winterberg ist einfach die Bahn, wo ich das Fahren gelernt habe, wo ich schon viel geweint, gelacht und gefeiert habe. Und ich freue mich riesig drauf. Und auf Medaillen. Ja, schauen wir mal. Ich werde natürlich alles geben in beiden Disziplinen. Und es wäre natürlich sensationell, wenn ich es schaffen würde, in beiden Disziplinen vielleicht aufs Podest zu fahren. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Alle sind stark drauf.
Es wird sich zeigen. Laura, dann danken wir für das Gespräch und wünschen alles Gute für die neue Saison. Dankeschön.